Willkommen bei den Datenspuren. Willkommen alle hier vor Ort, aber auch willkommen in den Stream. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich schon sehr, denn gleich gibt es den Talk von Mirko, der STF und die Tragödie der digitalen Allmende. Das ist der STF, es geht um den Sovereign Tech Fund. Und Mirko wird uns hoffentlich gleich ein bisschen mehr darüber erzählen, wie wir einfach das Open-Source-Ökosystem, unsere digitale Allmende, schützen und hoffentlich bewahren können vor einer digitalen Tragödie. Jetzt das Wort an dich, Mirko. Vielen Dank und bitte einmal klatschen. Vielen Dank, liebes Datenspuren-Team, für die Einladung. Mein Name ist Mirko Swillus, wurde gerade schon gesagt. Ich bin Programmmanager beim Sovereign Tech Fund. Und ich versuche heute so ein bisschen den Bogen zu spannen von der digitalen Allmende, der Digital Commons. Ich versuche nicht so sehr ins Mikrofon zu pusten. Mal gucken, ob das geht. Zum Open-Source-Ökosystem und dessen Stärkung. Genau, wie gesagt, Mirko Swillus, Sovereign Tech Fund. Man sieht ja auf der rechten Seite unser Team, kleines Team in Berlin, kleine Gruppe. Was der Sovereign Tech Fund genau macht, dazu werde ich gleich nochmal was sagen. Aber vielleicht zunächst zu dem, was ich mit euch vorhabe. Tragödie, warum Tragödie? Ist es eine Tragödie? Wie können wir die abwenden? Open Source als Gemeingut vielleicht zunächst. Wie gesagt, ich habe versucht, so ein bisschen diesen Bogen zu bauen. Dann, was tun wir als Sovereign Tech Fund? Und vielleicht am Ende, was können wir zusammentun? Da würde ich gerne euch auch mit einbinden und euch fragen, habt ihr noch Ideen und Vorschläge, wie wir gemeinsam Open Source stärken können? Ich selbst habe einen Hintergrund im Engineering, bin seit 15 Jahren in verschiedenen Rollen unterwegs. Aber noch davor habe ich hier den C3D2 mit ans Rollen gebracht und zusammen mit anderen, die auch im Raum sind und auch schon viele andere getroffen, die auch schon eine ganze Weile dabei sind, beziehungsweise jetzt erst seit kurzem dabei sind oder auch schon länger. Auf jeden Fall bin ich super dankbar, dass es dieses Event Datenspuren als Symposium, wie es mal geplant und angedacht war, immer noch existiert und bin sehr froh, dass es so viele Menschen gibt, die das nach wie vor unterstützen, vor und hinter der Bühne. Super, finde ich sehr schön. Genau, wir haben vor 20 Jahren, das waren die ersten Datenspuren, da ist dieser Flyer hier auf der linken Seite, haben wir drauf geschrieben, ich weiß, was du letzten Sommer gemailt hast, da ging es also sehr viel um Privatsphäre und informationale Selbstbestimmung, so ein bisschen sperrige Begriffe, die uns ja zumindest in dem wiedervereinigten Deutschland dann seit 1983, seit dem Volkszählungsurteil begleiten. Und da war immer so die Ausrichtung, wir müssen im Prinzip unsere Grundrechte auch verteidigen gegen Staat und Industrie, die uns eben da ja unsere Daten ausbeuten und kommerzialisieren oder eben für andere Zwecke gehen und missbrauchen. Wenn man sich das dann aber anschaut, geht es ja da sehr viel um so rechtlichen Datenschutz und worüber ich aber heute sozusagen den Bogen hinschlagen will, ist eher zu so einem technischen Datenschutz, eher zu den Dingen, die uns dann in informationsverarbeitenden Systemen begleiten, die dann eben auch reguliert werden. Wir haben heute schon von Fukami einen anderen Vortrag gehört, wo es sehr viel um Regulierung ging und eben um rechtliche Rahmenbedingungen. Aber im Grunde ist ja auch die technische Implementierung spielt eine wichtige Rolle. Wir sehen also, dass wir dort Sicherheitslücken haben in allen möglichen Softwaresystemen. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, kann man ja unterschiedlich drauf gucken, wie wenn man mal versucht, Sicherheitslücken zu zählen. Ich weiß, da gibt es auch sehr viel Kontroverses dazu. Aber wenn man mal in die National Vulnerability Database von der NIST guckt, dann hatte ich jetzt gesehen, sind das jetzt bis heute, also bis zum heutigen Tag oder gestern war das irgendwie 28.000 Sicherheitslücken gemeldet wurden. Das heißt, wenn man das jetzt mal hochrechnet, sind das irgendwie so 100 Sicherheitslücken am Tag, die irgendwie jeden Tag neu auftreten. Und da sind natürlich viele Open-Source-Systeme dabei. Und die Frage ist dann eben auch so ein bisschen, wenn wir diese Systeme, also auch diese Open-Source-Systeme souverän selber betreiben wollen, dann sind wir natürlich auch davon abhängig oder eben darauf angewiesen, dass die Systeme sicher sind und dort eben nicht angreifbar sind sozusagen. Ne? Das heißt also, wenn man jetzt mal Open-Source als Allgemeingut sich anschaut, der Vortrag hieß ja irgendwie digitale Allmende, also was ist überhaupt Allmende? Allmende ist so, wie ich das verstehe, irgendwie so, wir haben so einen Dorfanger, so im Mittelalter oder sowas und dann gibt es da so die Bauern drumherum und die haben ihre Ziegen und die schicken quasi auf diesen Dorfanger, auf diese Wiese ihre Ziegen und lassen die dort weiden, aber dieses Stück
Grund in der Mitte vom Dorf gehört eigentlich niemandem wirklich, sondern es wird also sozusagen gemeinsam bewirtschaftet. Und jetzt kann man sich leicht vorstellen, was passiert, wenn man da jetzt zu viele Ziegen draufschickt, ne? Dann ist das irgendwie nicht mehr so nachhaltig und dann wird es zum Problem. Und wenn man das jetzt auf die digitale Welt überträgt, dann ist dann so ein bisschen die Frage, das sind ja eigentlich immaterielle Güter, ne? Das ist jetzt nichts, was ich irgendwie abnutze, dadurch, dass ich meine Ziege das wegfressen lasse, sondern das wird ja nicht schlimmer dadurch, dass ich es kopiere, ne? Also Daten sind zum Kopieren da. Ne? Wau hat immer gesagt, der Computer ist eine Maschine, um Bits zu kopieren. Mehr ist es eigentlich nicht. Also was kann man denn daran jetzt übernutzen, ne? Oder abnutzen? Die Übernutzung entsteht halt aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht jetzt eben darin, dass wir eben schon sagen müssen, naja, wenn diese Systeme in sehr vielen, auch kommerziellen Produkten eingesetzt werden, millionenfach, milliardenfach, dann entsteht eine gewisse Drucksituation auf den Menschen, die diese Open-Source-Systeme maintainen, also betreuen. Und das führt zu einer, sozusagen zu einer mentalen Abnutzung von diesen Menschen, sowas. Ne? So könnte man das sagen, wenn man jetzt mal das ein bisschen salopper formuliert. Das heißt, also es entsteht schon so ein bisschen so eine Tragödie, wobei dieser Begriff der Tragödie natürlich auch schwierig ist, weil das immer so dass es so unabdingbar ist, ne, dass das so passiert, dass das so die Natur des Menschen ist, eben so, wir nutzen andere Menschen aus und so, das geht gar nicht anders. Das würde ich jetzt auch eher schwierig sehen, so eine Betrachtung. Ich würde sagen, naja, es gibt schon Regeln, die wir uns geben können und Abmachungen, ne, Agreements, die wir miteinander treffen können, um eben fair miteinander umzugehen. Das ist aber eben trotzdem passiert, diese Abnutzung, ne, und diese Tragödie sieht man zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie viele Unternehmen auch zurückkontributieren zu Open Source. Also ich habe jetzt hier mal den Open Source Contribution Index genommen. Das ist also ein Projekt, die arbeiten auf so einem GitHub Dataset und schauen sich also an, wie viele, ja, gerade Unternehmen, ne, wie viel dort zurückkontributiert wird. Man sieht das hier in dieser zweiten Spalte, das sind die Active Contributors. Und man sieht es also oben ist ein US-amerikanisches Unternehmen, Red Hat, beziehungsweise eben ein international erwähntes Unternehmen. Die haben also relativ viele aktive Contributoren, das ist im April 2024 gehabt. Und wenn man dann darunter geguckt, ich habe jetzt gemeinerweise jetzt nur mal die deutschen Industrien rausgenommen, die sich dort mit also die sozusagen zum Zählen angemeldet haben dort. Man sieht dort, das ist relativ übersichtlich. Und man sieht also, man kann sich ja leicht vorstellen, ne, ich sage das immer wieder gerne, weil für Leute, die jetzt nicht aus dem Software-Engineering kommen, ist das ja immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wie jetzt eigentlich heute Software gebaut wird. So, ne? Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie Software vor 20 Jahren gebaut wird, dann ist das aus meiner Sicht zu heute schon ein Unterschied, ne? Weil wir im Grunde Software-Engineering heute viel eher Komposition von bestehenden Komponenten ist, die gut abgehangen sind und es wird jetzt eigentlich wenig Software neu geschrieben, die nicht wirklich Business-Logik ist. Ne? Also wo ich jetzt wirklich sage, okay, ich habe jetzt ein Startup, ich habe jetzt irgendwie einen coolen Use-Case. Das heißt, ich werde jetzt nicht anfangen, irgendwie das Rad für alle Dinge, die ich brauche in der digitalen Infrastruktur für dieses Produkt neu zu schreiben, sondern ich werde das clever komponieren. Ne? Ich werde schauen, was ist gut abgehangen, was ist gut getestet und werde das quasi reinziehen und dann vielleicht hier und da auch meine Abhängigkeit austauschen. Nach meinem Gefühl ist das 90-95% des Codes von so einer modernen Applikation, wenn nicht sogar noch mehr. Ne? Also weil am Ende ich nur noch die Business-Logik sozusagen selber schreibe, also das, was den eigentlichen, wir würden jetzt sagen, Kundennutzen erfüllt. Ne? Das heißt also, wenn das so ist, dass wenn die meine Wertschöpfung eigentlich auf einem großen Teil auf Open-Source-Komponenten aufbaut, bin ich mit meinem Unternehmen und meinem Anwendungsfall natürlich auch sehr stark darauf angewiesen, dass diese Komponenten auch gut funktionieren, dass die gut gewartet sind und dass dort eben nicht eine Maintainerin sagt, ich habe jetzt die Nase voll und reite jetzt mit meinem Pony in den Sonnenuntergang, was der sogenannte Pony-Faktor ist an der Stelle. Das heißt, wir möchten gerne haben, dass Menschen sich dort gut aufgehoben fühlen, dass sie sich wertgeschätzt fühlen. Das hat natürlich auch viel mit finanziellen Anerkennung zu tun. Das ist nicht das Einzige. Also Geld ist sicherlich nicht das, was dann alles löst oder alles auflösen kann. Aber im Grunde ist es eben doch eine wichtige Komponente, weil ich muss irgendwoher meine Miete bezahlen und das muss gewährleistet sein. Das heißt also, die Industrie
könnte sich aus meiner Sicht da noch mehr beteiligen, beteiligt sich ja auch schon, wenn man jetzt hier sich anguckt, was gerade die großen Player tun, wird sehr viel Open Source natürlich auch veröffentlicht. Es gibt sehr viele Menschen in Unternehmen, die in ihrer Arbeitszeit auch zu Open Source kontributieren, die Issues aufmachen, die Bugs fixen, die auch Pull-Requests stellen. Aber aus unserer Sicht, oder aus meiner Sicht, ist es eben auch viel sehr gerichtet. Es hat immer einen sehr konkreten Anfang, ein sehr konkretes Ende, weil eben dann mein Use Case irgendwie entweder den Defekt nicht mehr hat oder es kommt ein neuer Use Case dazu. Es ist immer sehr gerichtet auf das, was ich als Unternehmen eigentlich erreichen möchte. So, ne? Und das ist auch völlig in Ordnung, aber wir müssen trotzdem noch schauen, dass wir auch über diese Tätigkeit hinaus dann die Menschen unterstützen, die diese Änderungsanträge, ne, Pull-Requests, also Dinge, die dann eingebracht werden sollen in Code-Repositories, auch am Ende die Möglichkeit haben, das zu tun, also die Zeit haben und die Ressourcen haben und eben alles, was sie dafür brauchen. Und gerade für Softwareprojekte, die in Millionen von produktiven Anwendungen verbaut sind, ist das mitunter viel Arbeit und die ist unsichtbar. Und die Komponenten, die sie betreuen, sind oft auch unsichtbar. Und es ist sozusagen aus unserer Sicht wichtig, dass diese Menschen auch eine Unterstützung erhalten, weil es eben unser digitales Gemeingut sozusagen ist. Ne? Wenn man jetzt mal auf Google ausschaut, ne, Google macht ja auch immer einen Open-Source-Blog und wir kennen alle, sagen wir auf Codes, sehr wichtige Initiativen und kontributieren natürlich auch sehr viel, gerade im Cloud-Native-Umfeld, auch in anderen Bereichen, großer Contributor. Aber wenn man jetzt mal in diesem Open-Source-Blog mal nach dem Dollarzeichen sucht, was ich mal gemacht habe, dann findet man ein Finding und das ist hier ein Betrag von was jetzt hier ausgeschrieben ist, also es sind kleinere Beträge aus Sicht von deren Umsatz, wenn man es jetzt mal runterbricht, sowas, ne, und wir finden, das kann noch erhöht werden, ne, müssen dort alle gemeinsam eine Anstrengung unternehmen, um das Open-Source-Ökosystem auch im öffentlichen Interesse entsprechend zu stärken. Wenn wir nochmal über Geld kurz sprechen, weil manchmal auch gesagt wird, naja, aber Geld spielt ja jetzt im Prinzip nicht so eine große Rolle, weil es geht natürlich auch um andere Formen der Anerkennung, ist alles richtig. Ich habe jetzt hier mal einen Chart mitgebracht, der aus einer Umfrage kommt für ein neues Programm, was wir als Sovereign Tech Fund jetzt gerade letzte Woche gelauncht haben. Das ist das sogenannte Fellowship für Maintainer-Programm, wo wir mal gefragt haben, ja, was würdest du denn gerne ändern, wenn du was ändern würdest, oder bist du mit deiner Situation als Maintainer eigentlich zufrieden, sowas. Ne? Und was man jetzt hier ein bisschen schlecht erkennen kann, ist, dass aber dieser graue, dieser orange und der dunkelblaue Teil, das sind alles Menschen, die von sich sagen, na, ich werde bezahlt oder es ist zu wenig, oder ich kann es in meiner Arbeitszeit tun, aber es ist zu wenig, oder ich werde gar nicht bezahlt und ich möchte aber eigentlich gerne bezahlt werden. Also der überwiegende Teil der Menschen, die wir befragt haben gesagt, ja, ich möchte eigentlich gerne was ändern an meiner aktuellen Situationen, was das Thema Compensation angeht. Das heißt, man kann sehen, da ist ein Bedarf da. Das deckt sich auch ganz gut mit anderen Studien. Wie gesagt, bei dieser Umfrage, die ich jetzt gemacht habe oder die wir als Team gemacht haben vom STF, haben 536 Menschen teilgenommen. Also es gibt auch ein großes Interesse an diesem Thema, wie man sehen kann. Und gerade heute oder gestern kam nochmal der Tidelift-Report raus, auf den wir uns auch hier und da beziehen. Der wird jedes Jahr neu veröffentlicht und wo auch nochmal die Zahlen eigentlich aus den letzten Jahren sich bestätigt haben. Also dass im Prinzip viele Open-Source-Maintainerinnen sagen, ja, ich bin eigentlich kurz davor, meinen Job an den Nagel zu hängen als Maintainerin, also Job in Airquotes natürlich, ne, ziehe das in Erwägung. Also es sind immer ungefähr 2/3 der Menschen, die das sagen und das sollte uns sehr zu denken geben. Linus vom CCC hat es dann hier sehr schön zusammengefasst mit neue Projekte für Chia Tan. Das ist also die Person oder das ist die Entität, die eventuell oder von der man sagt, dass sie bei diesem XZ Utils Vorfall beteiligt war, beziehungsweise eben so State Threat Actors sich dort eben natürlich viel einfacher einbringen können, wenn es Open Source Maintainer am Ende schlecht geht. Ne, Heise hat getitelt, viele Open Source Maintainer schmeißen hin. Das ist die Situation, vor der wir uns befinden. Das ist die Situation unserer digitalen Allmende, unserer Commons, unseres Gemeingutes. Und im Zuge dieser Erkenntnis hat sich eben, wie gesagt, der Sovereign Tech Fund auch gegründet. Da würde ich jetzt kurz was zu sagen zu den Zielen des STF. Jeder mag Picard, kann man eigentlich immer bringen. Ne? Also wir sind ein Programm, was vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wird.
Wir sind kein Innovationsfonds, also das ist auch ein bisschen der Unterschied zu dem Prototype Fund. Maria hat ja vor mir hier gesprochen, das heißt, wir kümmern uns um Maintenance, das ist dann eben das langweilige Zeug, könnte man sagen, ne? was normalerweise wenig Beachtung findet. Wir beziehen uns auch natürlich immer gerne auf dieses XKCD-Comic, was man jetzt hier schlecht sehen kann, weil mir das freundlicherweise in Fürstenberg im Verstehbahnhof auf meine Flasche gelasert wurde. Und ja genau, also die Idee ist im Prinzip immer, es geht immer um diesen kleinen Baustein unten rechts, der so ein bisschen am Kippeln ist und der im Prinzip das ganze Ökosystem beziehungsweise das gesamte System unserer sich digitalisierenden Gesellschaft auf seinen kleinen Schultern trägt. Und wenn der umkippt, dann können wir uns vorstellen, was passiert. Aus einem Paper der Ford Foundation kommt, gibt es auch immer diese schöne Analogie von Roads and Bridges, so heißt auch das Paper. Wird hier dann nochmal sehr schön zusammengefasst mit The cracks in the foundation are not obvious right now, but they are widening. Und ich als Dresdner kann natürlich dann auch nicht umhin, das hier dann auch auf meine Folien zu packen. Das heißt, wir können fröhlicherweise da Späße drüber machen, weil ja niemand zu Schaden gekommen ist, aber im Grunde zeigt das nochmal, dass wie dicht eigentlich auch diese Analogien funktionieren, dass wir auch im öffentlichen Bereich natürlich Infrastrukturen haben, die schlecht maintained sind und wo wir auch einen Investitionsstau haben, und man sieht es aber eben hier viel, viel sichtbarer als es in der digitalen Welt, wo diese Komponenten eben oft leider unsichtbar sind. Die Ziele des SDF sind also, wir arbeiten an einer nachhaltigen Stärkung des Open-Source-Ökosystems. Wir konzentrieren uns auf Sicherheit, Stabilität, technologische Vielfalt und die Menschen hinter dem Code. Das heißt, das unterscheidet uns auch von anderen Programmen oder Initiativen. Wir hatten heute hier einen Vortrag von der OpenSSF, wo also der Fokus sehr stark auf Security ist und Sicherheit, während wir als Sovereign Tech Fund auch eher ein holistischeres Bild haben, wo wir sagen, Security ist ein ganz wichtiges Outcome, ein ganz wichtiger Deliverable von gut maintainter Software und gut strukturierter Software, aber es ist eben am Ende ein wichtiger Teil davon, während wir eben auch versuchen, das holistischer zu sehen und eben auch Anwendungsfälle zu ermöglichen und sowas, ne? Programme sind quasi unsere Instrumente, um das zu organisieren und zu operationalisieren, diesen Ansatz. Wir haben sozusagen den General Fund, das ist unser allgemeines Förderprogramm, so der Künstler, der Sovereign Tech Fund an sich sozusagen, ne? Und dann gibt es noch weitere Programme und ganz frisch dann seit letzter Woche das Fellowship for Maintainers Programm, wo ich dann am Ende nochmal kurz was zu sagen werde. Aber kann man sich natürlich jetzt die Frage stellen, wer uns jetzt noch nicht kennt, na, was sind es denn für Bausteine und Technologien, die ihr da jetzt fördert und unterstützt? Ich kann nur dazu einladen, unsere Webseite zu besuchen, sovereigntechfund.de, ist sehr viel Material, alle Technologien, die wir unterstützen, sind dort auch mit drauf. Aber vielleicht mal als ein Beispiel, Log4j, das ist so eine Komponente aus dem Java-Umfeld, die dort Logging macht, eigentlich eine relativ profane, triviale Aufgabe, könnte man meinen, aber eben auch wie viele Softwareprojekte einfach gewachsen über die Zeit, und bei der gab es dann eben 2021 eine fatale Sicherheitslücke, die die Welt in Atem gehalten hat, und wo auch das Team der Maintainerinnen gesagt hat, naja, wir wollen eigentlich gerne Unterstützung von der Industrie dafür haben, beziehungsweise gesagt haben, Leute, das ist jetzt aufgetreten, wir sind schlecht aufgestellt, was unsere finanziellen Mittel angeht, gibt es nicht jemanden, der uns mit unterstützen kann? Und dann denkt man jetzt natürlich an Java und Java Enterprise und all die schönen Worte. Aber im Grunde gab es kein Enterprise, was dort mit reingesprungen ist und das zu unterstützen. Und da kam in dem Fahrwasser natürlich dann auch das Open Tech Fund als Organisation ans Laufen, aber eben auch als eine der ersten sozusagen Investitionsentscheidungen fielen zugunsten von Log4j. Ich bin auch nächste Woche hier in Dresden, also Radebeul, beim User-Gruppentreffen sozusagen von der Java-User-Gruppe hier. Das ist immer so eine kleine lokale Java- und angrenzende Technologienkonferenz. Und bin dort auch mit dem Maintainer, also mit Christian, der dort für Log4j auch das Maintaining macht, auf der Bühne. Und wir sprechen so ein bisschen über den Log4Shell, also für diesen Incident, und dann aber eben auch über die Dinge, die auch dann der SDF dort ermöglichen konnte durch die Investition, ne? Man fragt sich dann mal, wie das dann praktisch aussieht. Also unsere Förderkriterien sind oder unsere Investitionskriterien sind natürlich, dass es Open Source ist. Und das Schöne ist ja dann auch immer, dass diese Repositories natürlich auch offen sind. Das heißt, man kann da auch reinschauen. So auch bei Log4j, das Projekt
bei der Apache Foundation gehostet, deswegen heißt es eigentlich formal Apache Log4j. Und man sieht es hier auf dem Screenshot, wie die das jetzt organisieren, um eben auch sichtbar zu machen, dass was mit der Arbeit passiert. Ne? Man sieht das jetzt hier auf der rechten Seite, das ist jetzt hier GitHub, ne? Das ist ein Code-Repository, eines der wichtigsten. Und man sieht dort rechts das Label STF-Milestone, das heißt, die haben sich so ein Umbrella-Issue gebaut, also so ein übergreifendes Tracking-Issue und packen dann immer alle ihre Arbeiten da auch mit runter und man kann das dann immer sehr schön sehen, wie was dort auch passiert mit der Arbeit und mit den Mitteln, die wir auch dort mit reinstellen. Ne? Man kann es jetzt hier sehen, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, aber das ist jetzt so der jüngste Meilenstein, das ist jetzt bei, oder beziehungsweise der vorletzte, glaube ich, Meilenstein 19, aber der ist jetzt gerade fertig geworden, wo sie OSS-Fass eingebaut haben. Und Christian schrieb mir dann auch, und das steht auch hier in der Beschreibung von dem Issue, dass wenn sie das, also dieses Fuzzing, eine Fuzzing ist eine Methode, um quasi um diffus Software zu testen, also wo ich keinen spezifischen sozusagen Unit-Testfall habe, den ich vorher mir genau ausdenke, was sind so die also wie sieht der Testfall aus und was für Werte gehen dort rein, sondern Fuzzing ist eher so eine Art diffuses Testing und er sagt, naja, wenn man ein Fuzzing dort gemacht hätte, hätte man innerhalb von 5 Minuten Log4Shell erkennen können, sowas, ne, wenn sie damals die Ressourcen gehabt hätten, um das einzubauen. Und da kann man mal schön sehen, was ein gut maintainedes Stück Software auch irgendwie am Ende an Sicherheitslücken uns erspart und an wirtschaftlichem, gesellschaftlichem Schaden. Das ist natürlich jetzt ein sehr plakatives Beispiel. Es gibt natürlich auch andere Dinge, die im Log4j-Umfeld jetzt passieren. Also wir reden da viel über Refactoring, über das Abbauen von technischer Schuld, gerade bei so gewachsenen Softwareprojekten, die auch zum Teil eben ein bisschen unüberschaubar geworden sind, weil eben sehr viele Komponenten gleichzeitig entstanden sind, viele Features angefragt wurden, die einfach reingemerged wurden, wo es sicherlich am Anfang von so einem Projekt auch viel um Geschwindigkeit geht, ne, wo man dann auch technische Schuld aufnimmt, die man dann aber natürlich an irgendeinem Punkt auch wieder mal abbezahlen muss. Also man kann sich das vorstellen wie bei so einer Bank, ne, ich nehme die technische Schuld auf und am Ende muss ich die aber auch wieder zurückzahlen. Und bei diesem Zurückzahlen brauche ich natürlich Energie und die Möglichkeiten, das zu tun. Und die Frage ist, wenn ich jetzt ständig in so einem Überlastungsmodus bin und ständig in so einem Modus, wo ich eigentlich mit offenen Issues und offenen Pull-Requests und offenen Anfragen von Menschen, die mein Projekt benutzen, nicht hinterherkomme, dann wird es ganz schwer, sich mal über ein Refactoring Gedanken zu machen. Also es hat viel mit Mental Load zu tun und eben auch mit Themen, die eher um ein allgemeines, gesundes Arbeiten mit allgemein gesunden Arbeiten zu tun haben, ne, im Software Engineering. Und da bin ich froh, dass wir quasi dort als STF einen Beitrag leisten können. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wie ihr euch vorstellen könnt, mit den Mitteln, die wir haben. Es ist substanziell, wenn man sich im internationalen Vergleich anguckt. Es gibt nicht so viele Projekte wie den STF, die also sich tatsächlich um Maintenance kümmern und nicht um Innovation. Aber im Grunde ist es eben doch nach wie vor ein Tropfen und wir müssen einfach als Gesellschaft schauen, dass wir die Schultern verbreitern, dass wir solche Programme kopieren und dass wir auch anders in der Industrie und in anderen, also auch in der öffentlichen Verwaltung, mehr darüber nachdenken, dass Open Source für uns ein strategisches Asset ist. Das ist genauso wichtig wie, ich weiß nicht, dass ich halt irgendwie eine Marketingabteilung habe oder eine Personalabteilung oder sowas. Ne? Genauso wichtig ist, dass ich in diese Art von Infrastruktur dann am Ende auch zurück investiere. Genau, ein vielleicht interessanterer Punkt ist noch, weil das so ein bisschen auch, also interessant für mich, weil es ein Programm ist, was ich mit jetzt aus den Angeln gehoben habe und auch mit begleiten konnte. Das ist das Fellowship for Maintenance Programm, wo wir nochmal einen komplementären Ansatz gesucht haben, der sich jetzt ein bisschen unterscheidet von dem, was wir im General Fund machen. Im General Fund gehen wir eher so sehr projektbasiert hin. Das heißt, dort schreibe ich einen Antrag als Projekt und sage ich hier, ich hätte gerne jetzt folgende Meilensteine umgesetzt. Wir haben es gerade bei Log4j gesehen. Ne? Die haben irgendwie, keine Ahnung, 30 Meilensteine und die sind relativ genau definiert, was da passieren soll. Und die haben natürlich auch alle immer einen Anfang und ein Ende und da wird dann dran gearbeitet. Und wenn ich den Meilenstein erreicht habe, dann schreibe ich eine Rechnung. Und das ist aber für Open-Source-MaintainerInnen ein bisschen schwieriger, weil die natürlich eher so eine Art digitale Hausmeisterfunktion in ihren Projekten haben, wo es viel darum geht, Security-Findings zu triagieren, also irgendwie sich die anzugucken, was die haben die für einen schweren Grad und wie kann ich die am besten jetzt angehen.
wo es viel darum geht, Community Management zu machen oder Release Management zu machen, also neue Releases rauszubringen, Dokumentation zu schreiben, alle Dinge, die so eher so wiederkehrende Aufgaben sind und von denen ich jetzt nicht sagen kann, ja super, das ist jetzt ein Meilenstein, wo ich jetzt eine Checkmark irgendwie dran kriege. Und deswegen haben wir gesagt, wir pilotieren mal eine andere Form und das heißt, wir unterstützen MaintainerInnen direkt mit einer direkten Bezahlung, also bezahlen dort direkt für MaintainerInnen und haben im Prinzip dieses Programm jetzt aufgesetzt, ist relativ klein von der Größe, also bis zu 5 Personen möchten wir da gerne unterstützen mit unterschiedlichen Ansätzen. Ich habe von dieser Umfrage gesprochen am Anfang, die ich gemacht habe oder wir gemacht haben als Team auch, wo die es deutlich wurde, dass wir auch in dieser Ökosystem eine relativ diverse Landschaft haben, was jetzt wenig überraschend ist, aber im Grunde auch so eine Hypothese, die wir hatten, auch dann bestätigt. Also es gibt nicht nur diese eine Silver Bullet, die wir jetzt abfeuern müssen oder können, sondern es gibt ja unterschiedliche Wege, auch Menschen zu unterstützen und auch Bedarfe. Und deswegen war die Idee, okay, wir strukturieren das so, dass es eben auch kleinere wöchentliche Arbeitsstunden möglich sind. Also das Programm läuft für 12 Monate. Und ich kann also auch sagen, ich möchte gerne nur eine Unterstützung haben für, eine Bezahlung haben für 6 oder 8 Stunden die Woche. Und das finde ich ganz interessant, weil es aus meiner Sicht, also die Idee ist oder die Hypothese ist, wenn das so funktioniert, wie gesagt, das ist ein Pilot, aus dem wir lernen wollen. Aber die Idee ist, wenn ich jetzt ein bezahltes Anstellungsverhältnis habe oder ich bin Freelancer und habe einen bestehendes Feld von Kunden, mit denen ich gerne arbeite und die ich jetzt auch nicht sofort alle abmanagen möchte, dann könnte ich quasi mir vielleicht diesen Freitag rausnehmen und sagen, okay, an diesem Freitag arbeite ich jetzt 8 Stunden nur für die 3 Projekte, die ich maintaine. Und dann könnte ich, also nehmen wir mal an, das sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, Libraries, die im öffentlichen Interesse sind und viel verbreitet sind und sowas. Ne? Und das würde mir jetzt helfen, weil ich dann das im Fokus machen kann, weil ich es nicht am Abend in der Nacht machen muss, am Wochenende, wo die Kinder noch mit rumspringen und sowas. Ne? Also diesen mentalen Frieden zu haben, das dort zu tun, finde ich, ist ein interessanter Punkt. Und das dann aber vielleicht eben auch auszubauen. Also das quasi als so eine Art Weg in eine bezahlte Open-Source-Maintainership zu nehmen. Ne? Und dass man dann nicht sagt, okay, ist alles immer 0 und 1, sondern es gibt vielleicht auch so einen Zwischenweg, wo man mal das für sich probiert, sowas. Ne? Und das wäre jetzt so eine Hoffnung, dass sich das bestätigt, also dass wir dort irgendwie sagen, ja, das ist gut, wenn wir sowas anbieten und dann natürlich die folgenden Jahre das zu skalieren, ne? Und zu sagen, schaut, das ist ein wichtiges Instrument, wir haben gezeigt, dass es funktioniert, wir werden es auch extern mit einer Evaluation begleiten und dann eben nicht nur der Sovereign Tech Fund, sondern eben auch andere Organisationen sagen können, ja, wir wollen was tun, wissen nicht genau wie, aber schau da drüben, das ist ein gutes Modell. Wenn euch das interessiert oder wenn ihr da auch das Word spreaden wollt, dann wir haben eine sehr schöne Landingpage, die dort mit sehr viel Inhalt versehen ist, wo im Prinzip alle Aspekte des Programms nochmal beleuchtet sind und wo auch alle Fragen hoffentlich gut erklärt sind und eben auch der Link dann tatsächlich auf das Formular, wo man sich dann bewerben kann. Bewerbungsfrist geht, wie gesagt, ist letzte Woche gestartet, geht noch bis zum 20. Oktober. Und ich würde euch einfach einladen, wenn ihr Leute in eurem Umfeld habt, die an kritischer Open-Source-Infrastruktur arbeiten. Also das Kriterium ist öffentliches Interesse. Ne? Das ist, müssen wir mal wichtig dazu sagen, dass es uns immer darum geht, wenig, also Prototypen eher gar nicht, sei denn es sind so Replacement-Programme, ne, wo man sagt, wir haben eine bestehende C-Implementierung für einen Standard oder sowas, ne, und wollen die ersetzen durch eine Rust-Implementierung. Sowas sind Dinge, die wir tun oder die wir auch interessant finden, aber jetzt wenig so Prototypen, die noch überhaupt gar keine Verbreitung in der Produktion haben oder so. Ne. Das heißt, das sind immer so die Kriterien, die haben wir auch sehr genau definiert. Die werden auch abgefragt während des, also es gibt Fragen, die versuchen quasi das zu ergründen innerhalb des Bewerbungsformulars. Oh, genau. Und also wenn ihr das mit verbreiten wollt, sehr gerne. Das ist für uns wichtig, dass es möglichst viele Leute auch das sehen. Und dann werden wir jetzt Ende des Jahres, Anfang des Jahres damit starten und dann das 12 Monate laufen lassen und dann schauen, wie die Ergebnisse sind. Wir haben auch ein Mentoring-Programm, man sieht das vielleicht hier so ein bisschen vorbeiscrollen, also was damit auch in Verbindung steht. Alles auch Erkenntnisse, die wir aus dieser Survey gefunden haben. Genau, aus der Survey kam auch so, gab es ganz viele Leute, die uns Kommentare geschrieben haben, weil es mir wichtig war, dass uns da auch ein bisschen, also dass Leute uns auch Feedback geben können, beziehungsweise auch ihre Gedanken teilen können, neben so einem klassischen Multiple-Choice-Format. Und dann gab es ganz viele Kommentare und aus denen habe ich dann mal so einen Würfel gebaut hier.
Also aus allen Begriffen, die da irgendwie drin sind. Und Adriana, unsere Mitgründerin, hat dann sofort gesehen, dass da natürlich drinsteht, wenn man mal ein bisschen länger drauf guckt, dieser schöne Satz, Open Source People Think Needs Help. Und das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung fürs Programm und auch eben für den Sovereign Tech Fund. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch Ideen habt, wie wir gemeinsam noch mehr tun können. Bin jetzt genau auf einer Punktlandung, ja, und freue mich auf eure Rückmeldung. Vielen Dank. So, ja, vielen, vielen Dank, Mirko, für den Talk. Es gibt jetzt Q&A, das heißt, ich will zu euch runterkommen. Bitte zeigt mir per Handzeichen, welche Fragen ihr habt, und dann komme ich sofort zu euch und ihr könnt eure Frage stellen. So, wer hat denn schon mal eine Frage nach diesem Talk? Ja, ich sehe dich. Ich habe eine Frage zu der Rolle von den Foundations, die du auch kurz angesprochen hast. Gerade bei dem Log4j-Projekt scheint es ja erstmal als Teil der Apache Foundation auch eine Art der Absicherung schon. Aber vielleicht nicht ausreichend. Wie verhält sich das mit den Foundations und deren Rollen? Genau, das ist, glaube ich, auch ein Fakt, den man jetzt gar nicht so genau weiß, wenn man sich damit nicht näher beschäftigt hat. Aber sowas wie die Apache Software Foundation, auch die Eclipse Software Foundation, wir haben noch viele andere Foundations, ne? Python Software Foundation und sowas, die sind im Grunde sind es Governance-Strukturen, ne, wo es quasi Umbrella-Organisationen, wo man gesagt hat, es geht sehr viel um die Absicherung des Projektes im Sinne von, das gehört keiner oder wird nicht von einer einzelnen industriellen Entity irgendwie betrieben oder von einem einzelnen Maintainer, sondern wir schieben das unter so einen Regenschirm, unter so ein Dach und haben dort eine Struktur, die zum Beispiel Entscheidungsfindung sehr genau moderiert. Also in der Apache Software Foundation gibt es da eben auch Prozesse, Steering Committees und so. Es gibt ein ganzes Konglomerat von Regelungen dort, was total wichtig ist für die Projekte. Aber die erhalten die überwiegende Anzahl dieser Projekte erhalten aus der Foundation selber kein Geld für Implementierungsarbeit. Also in einigen Fällen gibt es dann Unterstützung für Security zum Beispiel oder sowas, ne, wenn mal irgendwie was zu fixen ist oder so. Aber in den meisten Fällen ist das nicht verbunden damit, dass sie jetzt irgendwie bezahlte Maintainerschaft haben, sowas, ne? Also ich will jetzt diesen Teil, gerade was diese Governance-Strukturen angeht, nicht kleinreden, weil da hängt viel mit dran, das ist sehr viel IP, das ist sehr viel rechtliche Rahmenwerke, die sind natürlich auch eine starke Lobbymacht gegenüber anderen Dritten, sowas, ne, die ich als kleines Projekt oft auch nicht habe. Also es hat sehr viele Elemente, die dort sehr sinnvoll sind, aber es geht jetzt, also diese Art von bezahlter Arbeit, die wir jetzt quasi bezahlen, ist in den allermeisten Fällen, kann die nicht durch so eine Foundation finanziert werden. Okay, weitere Fragen? Wie siehst du die Chancen, dass das auch in anderen europäischen Ländern dazu kommt, dass die auch ihre eigenen Softtech-Fonds aufbauen? Also siehst du da Tendenzen, dass da sowas passiert? Oder wie siehst du die Geschichte mit dem europäischen Fund? Also ich weiß, dass unsere Gründerinnen, ne, Adriana Kroh, Fiona Kragenbürger, sind zwei sehr smarte Frauen, die das quasi ja den Sovereign Tech Fund mitgegründet haben und auch in aktiven Konversationen sind, genau um diese Frage, auch nicht nur in Europa, im europäischen Ausland oder auf der EU-Ebene oder auch UN-Ebene jetzt jüngst, sondern auch natürlich in anderen Regionen der Welt. Ich kann jetzt nicht sagen, wie groß die Chancen sind. Ne? Ich glaube, das Interesse ist groß und ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt für den Sovereign Tech Fund ist, dass wir im Prinzip ein Rollenmodell bauen und erschaffen haben, der zeigt, dass das funktioniert. Ne? Also am Anfang wurde eine Machbarkeitsstudie gemacht für den Sovereign Tech Fund. Da ging es viel um die Frage, geht denn das überhaupt, dass wir öffentliche Beschaffungen für sowas verwenden? Sind die Regeln dafür überhaupt
gemacht, ne? Oder können wir die irgendwie so bauen, dass das geht? Das ist ja erstmal so eine rein theoretische Frage, aber jetzt ist es ja ein ganz praktischer Beweis, den wir jetzt erbracht haben, dass man sagt, ja, das hat einen Impact und es hat einen Einfluss auf die positive Entwicklung. Wir bekommen sehr viel positive Rückmeldungen dazu, auch weltweit. Und ich denke, dadurch ist es gut, dass man das auch nachmachen kann, ne? Und dass auch die Zivilgesellschaft oder eben auch Player aus der Open Source Community in diesen Ländern dann auch zu ihren politischen Stakeholdern gehen können und sagen können, hier passt auf, das hier drüben übrigens ist ein gutes Modell und jetzt erklärt ihr uns mal, warum das bei uns nicht geht. Weil das ist nämlich dann schwierig, wenn du dann nämlich siehst, okay, die können das und das geht, weil dann kannst du dich nicht mehr dahinter verstecken, dass es irgendwie irgendwelche formalen Gründe geht, warum das nichts werden sollte. Sondern ich finde es ganz wichtig, dass wir dort diese Best Practices Rollenmodelle schaffen. Sovereign Tech Fund ist einer von denen. Und das finde ich einen unglaublich wichtigen Beitrag auch, ne? Deswegen diese Förderung, die wir hier machen, und ich als Programmmanager bin ja da sehr operational unterwegs, ne? Ich mache Verträge und sowas, das ist ein Teil der Arbeiten, das ist super wichtig, aber ein anderer wichtiger Teil ist auch jetzt, so wie heute oder eben auch im größeren Rahmen, quasi das zu zeigen und das immer wieder zu wiederholen, damit dieser Stachel sozusagen im Fleisch von den Leuten, die sagen, das ist aber schwierig oder das ist kompliziert oder sowas, ne? Dass man denen einfach dort platziert und dort am Ende auch das schafft, dass es multipliziert wird und skalieren kann auf anderen Ebenen auch, ne? Und wenn das auch dann, also wir haben immer gesagt, wir wollen uns nicht selber zur Infrastruktur machen, ne? Wir wollen nicht, dass Leute von uns abhängig sind, und das wird natürlich dadurch ermöglicht, dass es sich multipliziert und vervielfacht. Okay, wir haben noch Zeit für Fragen, weitere Fragen? Ja, ich sehe da was. Wie sieht das aus, wenn der eigene Arbeitgeber behauptet, ja, was für freie Software tun zu wollen, aber wenn man sagt, dann nimmt doch einfach 5 oder 10% des Projektbudgets für freie Software-Infra und sich dann aber eigentlich rausreden möchte, kann man ihn dazu euch schicken? Oder gibt es sowas in der Richtung, dass man da nicht diese leidliche Sinnlos-Diskussion immer an der Backe hat mit dem Arbeitgeber? Ja, also ich weiß, dass es ein großes Thema ist, gerade im Engineering, also in den Engineering-Organisationen von auch größeren, kleineren Unternehmen, dass wir natürlich dann Leute haben, ich vermute mal wie du, ne, die so im Engineering arbeiten und die natürlich diesen Schmerz sehen und da auch diesen, also dass sie auch technisch einschätzen können, was das bedeutet, aber eben auch dann, ne, organisatorisch sowas, ne? Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass wir diesen Menschen auch eine Stimme geben. Ich hatte auch mal so einen Vortrag, der aber leider hier und da nicht angenommen wurde, aber das war so ein bisschen die Idee, Leuten wie dir und Leuten, die so ein bisschen im Senior Engineering sind oder so die dann so, keine Ahnung, so Tech Leads und sowas, ne, von Unternehmen, die so eine Art Spielkartensatz in die Hand zu geben und zu sagen, wenn du mal mit deinem Management sprichst, dann hast du hier so ein paar Argumente, die dir vielleicht helfen, um Leute zu überzeugen, noch mehr zurück zu kontributieren. Also muss jetzt nicht unbedingt C-Level sein, aber halt so auf Ebenen, wo eben Budget-Eigentümerinnen sitzen und dort einfach hinzukommen und das auch den Leuten so ein bisschen mit hinzugeben. Ne? Also klar, wenn du jetzt fragst, kannst du die zu uns schicken? Wir arbeiten gerade jetzt an solchen Partnerschaften, ne, dass wir auch zusammen mit der Industrie so eine Art Match-Funding machen, also wo wir uns auch zusammentun wollen mit auch anderen privateren Akteuren, was ein bisschen, also wo ich Hoffnung habe, dass wir jetzt langsam in die Richtung auch kommen, sowas, ne, auch als STF. Wenn es um so kleinteilige Dinge geht, dann glaube ich, ist es am Ende einfacher, wenn du deine starke Stimme nutzt, um dann eben auch diese Budgets auch zu, das auch einzufordern, ne? Und auch auf diesen Nachhaltigkeitsaspekt anzuspielen und zu sagen, dass für die Zukunft des Unternehmens und für die Absicherung des Businessmodells das wichtig ist, sowas. Ne? Und dann gibt es Wege, wie man auch Gelder oder eben auch Arbeitszeit kanalisieren kann, in Richtung von Projekten, die für euch selber wichtig sind. Okay, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Noch weitere Fragen zu dem Vortrag?
Wir haben die Übersicht gesehen, welche Firmen viel zurückgeben. Die haben alle einen riesen Umsatz. Es gibt aber genug andere, die wahrscheinlich nichts zurückgeben. Und für mich ist das Erste, was man denkt, der Staat, weil die Steuern, ist wahrscheinlich der Organisation durch Steuern finanziert, finanziert die Infrastrukturprojekte und damit werfe ich diese Investition, mache ich aus Steuern, also aus Allgemeingeld. Und dann kommen die Firmen, die nichts zurückgeben und verdienen los. Wie geht es hier mit sowas um? Kann man das irgendwie einbremsen oder muss man damit leben und sagt, am Schluss hat die Gesellschaft so viel mehr dadurch, dass die grundlegenden Komponenten verbessert worden sind? Ja, also man muss ja sagen, dass Open Source insgesamt keine Grenzen hat, sowas, ne? Sondern wir benutzen das ja nicht nur für die Industrie, also keine Ahnung, jetzt der Fahrzeughersteller XY, sondern es ist natürlich auch die öffentliche Verwaltung, ist auch das Krankenhaus nebenan, ist auch die Schulverwaltung, es ist auch alle möglichen Dinge, die in unserer digitalen Gesellschaft, hoffentlich bald auch Wahlsoftware und sowas, ne, steckt ja überall drin, ne? Und ist mit dem Grundsatz dort verankert. Das heißt also, mir selber tut es manchmal weh, wenn ich sehe, wofür wir jetzt als armer Steuerzahler, ist ja auch mein Steuergeld, ne, was wir dort ausgeben müssen, aber man muss sich das auch immer wieder vergegenwärtigen, dass unsere Gesellschaft ja, also die Wirtschaft ist ein Teil davon, ne, und wir finanzieren mit unseren Steuergeldern natürlich auch die Straße und da fährt natürlich auch das DHL-Auto drüber. Und natürlich haben die noch ein bisschen anderes Steuermodell, das heißt, die zahlen natürlich auch andere Steuern, aber im Grunde macht das jetzt für die Straße keinen Unterschied, ob ich da mit meinem Auto drüber fahre oder das DHL-Auto oder sowas. Ne? Das ist jetzt, also gibt es so bestimmte Analogien, die sind dann auch ganz schnell wieder ganz schief so, ne? Und ganz, ganz blöd vereinfacht so. Aber im Grunde sind wir ja auch ein Programm, was eben aus dem Wirtschaftsministerium kommt. Das heißt, du könntest sagen, es ist Industrieförderung und das ist es ja auch, aber es hat natürlich einen größeren Scope, sowas, ne? Und ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt fragst, was gibt es da noch für andere Modelle, also kann man nicht irgendwie eine Umlage bauen oder sowas, ne? Ich glaube, das wird unabdingbar sein, dass wir irgendwann, also es wird dann immer so gesagt, ja, die GEMA für Open Source oder die VG Wort für Open Source, wo wir dann, wo einfach Unternehmen in Abhängigkeit von ihrem Umsatz eben einen gewissen Teil einfach mit einzahlen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Bogen zum Anfang zurück. Ne? Was können wir uns für Regeln geben, um als Gesellschaft eben nicht Gemeingut zu übernutzen? Und was sind für Modelle denkbar dort? Und das wäre vielleicht eins, dass wir einfach sagen, gut, wenn es halt freiwillig nicht klappt, dann müssen wir es eben ansagen. Okay, wir haben noch Zeit für eine Frage wahrscheinlich. Ja. Ja, es wurde ja gerade schon angesprochen, dass das Projekt auch stark von öffentlichen Geldern abhängig ist. Wie sieht denn das aus? Wie ist denn da tatsächlich der politische Wille dahinter? Also gibt es da von welchem Lager auch immer tatsächlich den politischen Willen, da zu investieren oder irgendwie anderweitig das Projekt zu unterstützen? Oder ist das pur einfach nur, okay, gut, wir nutzen diesen Fördertopf von einem Bundesministerium, aber tatsächlich gibt es da keine politische Initiative dahinter? Also wir sind, Gott sei Dank, sehen wir eine sehr breite Unterstützung durch sehr viele politische Lager hindurch. Das kommt auch so ein bisschen durch diesen cleveren Schachzug, das als unter dem großen Schirm der digitalen Souveränität mitzustecken. Wobei wir Souveränität, Digital Sovereignty auch immer eher erklären normalerweise. Es gibt auch immer eine Folie, die es nochmal erklärt, weil wir für uns ist wichtig zu sagen, es ist kein Protektionismus, sondern es ist ein kollaboratives Modell, was auch weltweit funktionieren muss, wenn ich quasi souverän vorgehen möchte. Und es geht eher darum, diese Freiheiten meines eigenen Handelns souverän zu gestalten. Und das ist ein Motiv, was sich durch alle politischen Lager, glaube ich, ganz gut auch mit verkaufen lässt, wo wir auch den politischen Willen sehen und wo aus meiner Sicht jetzt auch mittlerweile, dass wir das eben zeigen können, auch für unsere eigene Gesellschaft zeigen können, dass wir damit einen Impact haben, ne? Dass es jetzt auch schwieriger wird, das wieder einzustellen. Also aus meiner Sicht, ne, wenn man es jetzt mal spieltheoretisch betrachtet, würde ich sagen, die Kosten, es einzustellen, sind vielleicht mittlerweile sogar schon fast höher, als es einfach weiterlaufen zu lassen, weil wir gerade viel gute Presse bekommen. Es macht keine Probleme, wir haben keine Skandale, Gott sei Dank, oder sowas. Ne? Das ist, es ist einfach zu machen und es hat es gezeigt. Also ich hoffe, dass diese Opportunitätskostenbetrachtung und natürlich auch der Impact und sowas
dazu führt, dass es weiter unterstützt wird und weiter finanziert wird, auch vom BMWK. Aber man weiß es nie, nächstes Jahr sind Bundestagswahlen, wir stehen vor sehr schwierigen Zeiten, muss man abwarten, ne? wie sich die Lage entwickelt, aber wir sind eigentlich positiv. Okay, ich habe auch noch eine Frage. Du hast ja das Maintainer Fellowship mit begründet. Wie findest du, was ist deine Vision darüber hinaus für die Zukunft? Wie sollte Software Maintenance aussehen? Wie würde Wertschätzung für Maintainer aussehen? Ja, also ich glaube, es kann in sehr unterschiedliche Richtungen gehen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass wir, wenn wir sagen, okay, das ist halt so eine Art Gemeindearbeit, Open-Source-Projekte zu unterstützen. Und ich finde auch dieses Freelance-Modell, was halt viel in der Industrie verbreitet ist, gerade bei so, also man könnte so Gig-Worker nennen, ne, die quasi so von einem Gig zum nächsten springen, auch im Software-Engineering, dass wir davon vielleicht auch wieder so ein bisschen wegkommen, beziehungsweise auch eine andere Art der Mitarbeit wieder ermöglichen, die eben für Leute interessant sind, die jetzt nicht dieses Sicherheitsnetz haben, immer in so einem Freelance-Gig unterwegs zu sein, weil ich denke, es gibt viele Menschen, das hat auch unsere Survey gezeigt, die eher so ein Sicherheitsnetz brauchen. Und das hat auch viel mit Nachwuchs zu tun und Diversität und sowas. Also ich hoffe, dass wir dahin kommen, dass wir dann, keine Ahnung, in 5 Jahren eine Bundesagentur haben, die es ermöglicht, Maintainerinnen einen ordentlichen Arbeitsvertrag zu geben, ein Team zu haben, mit dem man zusammenarbeiten kann, mit dem man sich austauschen kann. Diese Dinge, die also ganz viel Sense of Belonging und Sicherheit einfach dort mit reingeben. Das wäre so meine Hoffnung, dass wir da hinkommen, dieser unsichtbare, ungesehene Care-Arbeit sichtbar zu machen und auch entsprechend anzuerkennen, auch finanziell. Okay, vielen, vielen Dank. Ich bitte nochmal um ein bisschen Applaus für Mirko. Dankeschön. Danke. Danke.